Trennt euch bitte. Hallo liebe Leute, wir sind wieder da. Es ist wieder hoch die Hände Wochenende. Es ist wieder Freitag und wir wollen mit euch Spaß haben. Ich muss dazu einleitend sagen, ich bin heute etwas überfordert, bin ich oft. Heute stimmt's aber mit der Gesamtsituation. Ich muss dazu sagen, ich weiß diesmal, welche Folge wir haben. Wir haben Folge 107. Richtig? Daran kann es schon mal nicht liegen. Ich weiß Bescheid, die Quersumme ist 8 und ich verstehe nicht, was das alles soll. Deswegen übernimmt mein sehr junger Padawan hier am anderen Ende der Leitung. Hallo! Ich soll heute sagen, was so abgeht, oder was? Ja. Wir beschäftigen uns ja mit ein paar Sachen im Podcast ganz häufig. Und zwar mit Kleinkunst und auch mit Weltkulturerbe oder überhaupt Bundeskulturerbe. Und das fügt sich ja zusammen. Die Slam-Kultur ist 2016 immaterielles Kulturerbe geworden in Deutschland. Die Slam-Kultur? Die Slam-Kultur wegen Basketball. Und ist ja enorm vielfältig. Also es gibt den Science-Slam, es gibt den Mundart-Slam oder den Book-Slam. Und da sind ja diese Themen oft so ganz fein ausgearbeitet, ja, immer wahnsinnig persönlich von so einer selbstgewählten Grundlage. Und wir haben gesagt, nein, was wolltest du jetzt sagen? Ein Bookslam, das stelle ich mir richtig schmerzhaft vor. Das ist einfach eine Lesung. Das ist eine Lesung, wo aber auch gegeneinander gelesen wird einfach. Ja, ja, alle lesen aus Publikum, liest einfach. Ja. Wir wollten diese persönliche Komponente so rausnehmen und dafür was einfügen, was wir besonders feiern, richtig, im Podcast, nämlich Wikipedia. Wir machen einen Wikislam. Immer mal wieder tauchte diese Website auf in all unseren Träumen. Wir haben sogar eine eigene Rubrik, die mit Wikipedia zusammenhängt, die unsere Ehrerbietung für diese Website zum Ausdruck bringt, in Worte fasst. So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Mal sehen, ob wir heute mal wieder miteinander oder gegeneinander oder übereinander reden. Ja, die Idee ist, man drückt auf den zufälligen Artikel und dann erscheint auch ein zufälliger Artikel und dann versuchen wir, den irgendwie zu verarbeiten, mit dem irgendwas zu machen, auch vielleicht mal mehrere zufällige Artikel zu verlinken. Mal schauen, was wir zwei kreativen Köpfe da so ersponnen haben. Ja, aber ich muss sagen, mein Slam arbeitet sehr mit dir zusammen. Ich bin jemand, der holt sich seine Slam-Gegner durch Zuckerli und Süßigkeiten mit ins Boot und dadurch bin konfliktscheuer. Nicht Andi, ich bin konfliktscheuer. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, soll ich dann vielleicht einfach mal anfangen? Ja! Mit dem ersten zufälligen Artikel. Die Leute sind schon richtig heiß drauf, merkst du es? Also man muss dazu sagen, ich habe 10 zufällige Artikel ausgewählt. Die ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Genau. Ich war aber echt überfordert. Vielleicht können wir uns einfach mal ein bisschen über die Themen unterhalten, die meine zufälligen Artikel so ausgespuckt haben. Na bitte. Mein erster Artikel, den ich wirklich angeklickt habe, war ein Wort. Nur ein Wort. Sprich ich kein Deutsch. Hautgeschapsel. Hautgeschapsel klingt nicht schlecht. Hautgeschapsel. Oder ist es vielleicht gar kein deutsches Wort? Das heißt Ödgeschapsel. Ödgeschapsel. Ja, keine Ahnung. Könnte ja auch aus dem Schweizerdeutschen sein. Nein, es ist ein Fachbegriff, ein medizinischer Fachbegriff. Und da ist es immer wichtig bei der Wikipedia, dass wenn man einen medizinischen Fachbegriff sich durchliest, dass man dann auch den ganzen Artikel durchliest, bis ganz zum Schluss, weil da steht dann nämlich: Beachten Sie bitte, dass dieser Artikel keine Diagnose eines ausgebildeten Arztes ersetzt. Was ich gut finde. Der Äskulapstab daneben. Richtig. Was ich richtig gut finde, weil Menschen, die sich über Wikipedia medizinisch informieren wollen, auch den Artikel ganz durchlesen. Die wollen sich richtig umfassend informieren über die Krankheit. Es ersetzt keine Diagnose, aber das wissen wir erst, wenn wir den Artikel einmal durchgescrollt haben, bis nach ganz unten. Das finde ich Hammer, das trifft mein Humorzentrum. Muss ich jetzt rappen? Nee, aber worum geht's denn? Was ist denn Ach, du weißt Krankheit? Ja gar nicht, was es ist, ne? Nee, ein Hautgeschapsel, das ist eine Form der Probenentnahme. Ah. Ja, dann kann man sich schon wieder mehr drunter vorstellen, ja, oder? Wie wird denn eine Hautgeschapselprobe entnommen? Das ist eine Probenentnahme in der Dermatologie und vor allem... Nicht nur in der Humanmedizin, nein, es ist vor allem in der Veterinärmedizin wird es gemacht. Vor allem. Aber auch, wenn Menschen sich richtig wehren und sich verhalten wie ein Hund, auf den Tisch kacken, solche Sachen, dann kriegen die auch ein Hautgeschapsel. Wo nimmt man das denn ab? Ja, also, wir haben jetzt irgendwo ganz schlimme Haut am Tier. Das Schwein hat Schwielen oder was weiß ich. Also, es gibt Hautstellen, die sind gesund,
neben Hautstellen, die sind ungesund. Und das ist meistens so. Ja, naja, oder der ganze Mensch ist, oder das Tier ist ungesund, so Lepra im Endstadium oder so. Da, wo du auch schon so Blick drauf wirfst und so, da kommen ja diese Gags her, diese Lepra-Gags. Ja, aber da ist ja auch was Gesundes neben was Ungesunden noch. Ja, meistens ein Mensch, der neben dem anderen steht, weil er ihn stützen muss, weil da ja fast nichts mehr Gesundes dran ist an dem anderen Menschen. Wir wählen uns also, wenn wir jetzt eine Hautgeschapsel entnehmen wollen, den Übergangsbereich zwischen gesunder und erkrankter Haut, ja, damit wir sozusagen beide Varianten aufnehmen können. Und dann schaben wir mit einem Skalpell einfach wild auf dieser erkrankten Hautstelle rum. Also man entnimmt die obersten Hautschichten. Ja, Hautgeschapsel halt, ne? Fachbegriff. Und finde ich auch so sehr umgangssprachlich. Es ist auch gleichzeitig, du Hautgeschapsel könnte auch irgendwie so ein anerkennender Spruch in so einer Fitnessszene sein. Hautgeschapsel, Digga. Nee? In der Fitnessszene sagt man immer Digga. Digga. Ja, sagt man, ne? Ich glaube auch. Wir sind nicht in der Fitnessszene. Das könnten wir eigentlich mal einen Podcast drüber machen. Trennt euch bitte blickt in die Abgründe der Menschheit. Trennt sie von so ein paar Kilos noch. Absolut. Jedenfalls, wir schaben mit einem Skalpell. Und ganz wichtig bei dem... Aber ist da der Mensch noch dran oder haben wir das davor schon entnommen? Nein, so ein Muttermal, ja, was rausgenommen. Der Gag ist ja die Entnahme abschaben. Wir schaben ab, das ist die Entnahme. Dann nehmen wir gerade das Hautgeschapsel vor. So. Aber das muss mit einem Skalpell gemacht werden. Die haben ja nicht irgendwie so einen... Ja, und jetzt geht es ja noch weiter. Gemüseschäler? Nee. Skalpell war halt gerade da. Jedenfalls braucht man noch dazu, neben dem Skalpell und einem kranken Lebewesen, braucht man noch Paraffinöl. Man muss nämlich das Skalpell, ja, da entrutschen, da entgleisen dir die Gesichtszüge. Das ist wieder klar. Ja. Nee, man muss das Skalpell tränken in Paraffinöl, damit nämlich die Hautreste besser haften. Da sind wir dann in der Rap-Szene. Da haften. Ja. Ja, Arzt sagt Hautgeschapsel. Und was sagst du? Ich muss doch so ein bisschen hier so eine Slam-Atmosphäre aufmachen. Mic drop. Ich hau jetzt einfach das Mikro einfach vom Tisch, dass wir nichts mehr hören. Könnten wir doch machen. Einfach, mein Rap ist jetzt vorbei. Ei. Was weißt du nicht? Dir fehlen die Worte vor so viel Slammigkeit? Ja. Jetzt habe ich dir gegeben, mal eben. Ja. Bekomme Gänsehaut. Kann nicht leiden, wenn man Gänsehaut. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Schon als Einstieg schon sowas mit viel Gewalt. Was auch. Ja, es ist sanfte Gewalt und es ist vor allem Gewalt ausgeübt gegen jemanden Schwächeren. Ja, vor allem Schwäche ist ja ein großes Thema. Auch im Rap. Im Poetry Slam. Ja. Das ist ja oft so wahnsinnig persönlich und wahnsinnig gefühlvoll. Und das ist ja eine Welt, die sich mir komplett verschließt. Ja, wobei, also man muss jetzt sagen, eine Form des Poetry Slam ist auch Gangster-Rap. Der wird nur nicht sozusagen direkt gegeneinander ausgetragen, sondern sozusagen über Management. Das ist ja eine andere Sparte. Das ist nur als Poetry Slam. Naja, und es ist, also ich würde sagen, man könnte es als Gattung subsumieren unter Slam. Leute, die öffentlich auftreten. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Die Poetry Slammer kennen halt ihre Texte nicht auswendig. Das ist der Unterschied, glaube ich. Rapper am Anfang auch nicht. Ist ein langes. Wie Wolfgang Wendland. Wolfgang Wendland kann seine Raps nie auswendig. Ja, aber wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen zu gefühlvoll. Deswegen verstehe ich das auch nicht, wie sich Menschen. Du musst mir jetzt ja was geben. Du musst ja jetzt sozusagen gegen mein Hautgeschapsel argumentieren. Eben, und deswegen muss ich mir jetzt erstmal eine Basis schaffen. Schaff dir mal eine Basis. Ich verstehe auch Leute nicht, die sich öffentlich Liebeslieder zum Beispiel anhören. Oder spielen, weil das braucht man sich ja nicht anhören, man ist ja nicht gemeint. Was hat es denn mit meiner Veterinärmedizin zu tun? Wart doch mal ab, verdammt. Und deswegen finde ich, dass ich jetzt nun diese Mauer einreiße zwischen Gefühl und Gesellschaft, die du schon eingerissen hast, aber die bei mir ja noch steht. Ja, wann habe ich die denn eingerissen? Mit dem Skalpell hast du ja die Wunde geöffnet. Ah ja. Und deswegen wollte ich über meinen einen zufälligen Artikel, auf den ich geklickt habe, wollte ich einen Liebesbrief schreiben an diesen, einen emotionalen Text. An den zufälligen Artikel. Wo schon die Zuhörer Diabetes kriegen, weil der so süß ist. Aber das hat nicht ganz geklappt. Also ob es klappt, das schauen wir mal. Ich habe einen Haiku-Zyklus geschrieben. Und ich beginne mit dem ersten. Für Morui Makoto. Wer ist denn das? Mein zufälliger Artikel. Ein Haiku. Der Haiku. Nee, ich habe einen Haiku-Zyklus geschrieben. Und vielleicht kriegt man es ja raus über die verschiedenen Haikus, die ich geschrieben habe. Also der erste ist... Und das werfe ich dir jetzt entgegen. Okay. Wie der Vater auch,
Der Sohn am Komponieren heute vergessen. Hm? Das war der erste Haiku über Moroi Makoto. Und das Hautgeschapsel? Der hat Hautprobleme. Ja, vor allem ist der tot. Also der hat kaum Probleme. Ja, Moroa Atoll. Starb er von einer Atombombe erschlagen? Nee? Nee. Zwar zu der Zeit gelebt, aber das überlebt. Ist Komponist und Sohn des berühmten Komponisten Moroi Saburo. Okay. Hat jetzt vielleicht mit die Komponisten nicht mal was mit Russland zu tun? Ich trinke nebendran, du darfst mich nicht so anblicken. Dann muss ich das Lachen anfangen. Soll ich jetzt weitermachen? Eben, das habe ich jetzt quasi. Vielleicht habe ich mir gedacht, kann man diesen Menschen und Komponisten erschließen über diesen Haiku-Zyklus. Aber ist das ein Slam, wenn du musst doch jetzt gegen mich gehen. Nein, der Poetry Slam, die gingen ja auch nicht gegeneinander. Die gehen ja in die Gurgel. Zum Schluss gibt es ein Applausometer und dann. Ein Applausometer. Ich war einmal auf sanften Wanderdrogen im Poetry Slam. Ich kann es ja sagen, es ist verjährt. Da habe ich Marihuana geraucht. Ich war noch nie bei einem Poetry. Marihuana gespritzt. Und dann war ich vollkommen überfordert, bin auf die Bühne. Ohne was vorbereitet zu haben. Ich bin jetzt sehr bekannt. Also war das so ein offenes Mikrofon oder also, nicht? Oder nee, bist du einfach hin? Eben nicht. Es spielte auch eine heute ganz bekannte Band. Das ist schon wirklich lange her. Die wurden da entdeckt von mir. Und ich habe sie mit meinen schwieligen Armen beworfen, weil ich damals so Hautprobleme wegen dem Geschapsel hatte. Wegen dem ganzen Geschapsel. Aber wenn man es schapselt, dann geht es ja auch irgendwie weg. Wenn man alles schapselt, dann ist alles weg. Ja. Ja. Gut durchblutet, sagt man dann. Dann sagt man auch gut durchblutet. Ja. Du willst noch ein neues Haiku vortragen. Haiku-Zyklus Part 2 für Moroi Makoto. Das ist ja schon wieder der gleiche. Ja, wie gesagt, ich habe einen, den wir jetzt erschließen über diese ganze Haikus. Ja, der ist Komponist. Haikus. Alt und neu beides bringst du unter einen Hut, Elektro trifft Chor. Das wollen wir erstmal wirken lassen und dann erklären. Der hat aufkommende elektronische Musik in Japan mit traditionellen Instrumenten gemischt, plus mittelalterliche, frühneuzeitliche Choralgesänge mit reingehauen und hat sich dabei aber hauptsächlich auf die Wiener Schule der Moderne fokussiert. Aber also die Zwölftonmusik. Was unfassbar spannend ist, finde ich den Vergleich zwischen diesem zusammenbrechenden japanischen Imperialismus und der Habsburger Monarchie, dass sie sich so aneinander orientieren. Also dass der sich an denen orientiert. Aha. Wäre interessant, aber heute ist es ja nicht das Thema, denn heute ist Wikislam-Zeit. Heute ist Wikislam-Zeit, Digga. Und ich bereite mich drauf vor, indem ich dir jetzt so richtig einen reinhau. Und aufs Ohr hau. Mit meinem nächsten Artikel, den ich dir um die Ohren hau. Mhm. Ja, und mein nächster Artikel vereinigt auch das Beste aus dem Imperialismus mit der Sportwelt von heute. Ich mag, dass du so sagst, als würdest du bald reimen. Aber es kommt nichts, ne? Aber ich erwarte auch. Zwölftonmusik ist es. Atonalität. Richtig, ich erwarte auch ständig, dass ein Rhyme kommt, aber es kommt keiner. Vor allem ein Rhyme. Es kommt gleich ein Rhyme. Vorsicht. Mein Artikel war, also man sitzt ja dann da und bereitet sich so vor und denkt, oh, jetzt kommt gleich ein zufälliger Artikel. Huiuiui, der haut einen aber richtig aus den Socken. Damit gebe ich es ihm. Damit gebe ich ihm den Rest. Damit gebe ich auch seiner Mutter den Rest. Bist du nicht der am Anfang sagte, ich bin so konfliktscheu? Naja, aber wenn ich merke, dass du halt verwundet da irgendwo rumliegst, weil da kommt ja außer Haiku gar nichts, ne? Dann denke ich mir, okay, dann kann ich auch totziehen. Das ist dann ich am Schluss zücke ich das Skalpell mit Paraffin und bring's zu Ende. Was ist damit denn dein zweiter Glückswurf? Naja, also mein zweiter, da hat wahrscheinlich dein Moroaka, hat da, wie heißt er? Moroi Makoto. Man macht ja keine Witze über Namen, ne? Sollte man lassen. Warum? Die können ja nichts dafür, wie es heißt. Nein, die können sich ja umbenennen. Also, hätte der sich umbenennen. Namen haben, können sie sich umbenennen. Ist alles möglich heutzutage. Deswegen kann man auch wieder nämlich Wortgags machen. Ich will mal nur sagen, es ist alles möglich heutzutage. Ich glaube nicht, dass es so David einfach, ist ein Scheißname. Das ist nicht so einfach möglich. Naja, man muss einen guten Grund bringen, nämlich, dass man immer verarscht wird von allen. Geslammt wird man. Jedenfalls ist mein neuer Artikel, auf den ich dann gestoßen bin, hat sich mir eine neue Welt aufgetan. Direkt. Dicker. Auch diese Lufthole dazwischen ist gut, oder? Findest du nicht? Also, beängstigend.
In dem Jahr, wo mein neuer Artikel gelebt hat, da gespielt, was? Wo mein neuer Artikel gespielt hat, da hat deiner wahrscheinlich auch noch gelebt und da ist der gearbeitet. Der Rassel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Nein, nein, nein. Aber der hat da gearbeitet und so, hat aber sich wieder nur auf irgendwie Komponieren und so konzentriert und Raps und Rhymes und so. Und bei mir haben die Menschen richtig Geld verdient, richtig Kohle gemacht. Nämlich, wir reden nämlich von der Snooker-Weltmeisterschaft des Jahres 1970. Hat er deiner gelebt? Ja. Siehst du, da hat er nämlich 40. Da war er 40. Hat er gerade seine Hauptsendezeit gehabt und hat sich nämlich gedacht, das war die Anfang seiner Midlife-Crisis, dass er gedacht hat, ich hätte auch einen Snooker, einen guten Snookerer oder Snooki abgeben können. Was weiß ich, wie der Fachbegriff für Snooker-Spieler ist. Snooker-Spieler vielleicht. Snooker-Spieler. Sagt man Sullivan. An der Botte. An der Botte, sagt man das. Die Snooker-Weltmeisterschaft. Wo war die denn? In Bristol. 1970. Nee, die war in der Victoria Hall in London. In London. Richtig. Die hieß eigentlich, also ich hatte in Erinnerung Victoria and Albert Hall. Oder sind es zwei Halls, die ich jetzt verwechsel? Egal. Zwischen dem 6. und dem 11. April 1970. Was hat denn da dein Loser, der mit den Haikos gemacht? Dazu kommen wir noch, was der macht. Und das Wort Loser wirst du doch zurücknehmen. Aha. Naja. Also 1970, es war die große Zeit, wir rauchten alle, Lunge teilweise sogar. Es wurde von einer großen Tabakfirma gesponsert. Ich habe nachgeguckt, die Tabakfirma gibt es noch, deswegen erwähne ich ihren Namen nicht. Mhm. Wir sind zwar richtig fies und gemein dir gegenüber, alle, aber wir wollen niemanden zum Rauchen auffordern. Wir haben nämlich eine moralische wir haben eine Verantwortung. Eine Verantwortung, genau, ja. Willst du wissen, wem deiner die Schuhe putzen muss? Willst du wissen, wer die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen hat? Warum musst du dem die Schuhe putzen? Naja, weil ich ja gebettelt habe und gesiegt habe. Flieg aber da muss er doch nicht die Schuhe putzen. Seine Mutter ihre Schuhe muss er putzen. Und die Mutter ist eine Nutte, eine Hure. Also ich war im Gegensatz zu dir mal noch keine Poetry Slam. Aber so wie der Wiki-Slam anfängt, glaube ich, weiß ich nicht, ob es so eine zweite Auflage gibt. Wieso denn? Du hast gesagt, wir slammen uns, jetzt wird geslammt. Ich bin selber überfordert damit, wie bösartig ich sein kann. Aber es kommt ganz neue Seiten raus. Das ist ja ein Roast schon. Es ist ein Roast-Slam. Na mein Gott. Entschuldigung. Also, willst du wissen, wer gewonnen hat? Ha? Ronnie O'Sullivan, nein. Schon als Kind. Der Waliser Ray Reardon. Mhm. Ist aber wichtig, auch im Snooker haben wir gelernt. Vom Snooker haben wir es gelernt. Ja, mit wie vielen Punkten hat er denn gewonnen? Das sage ich gleich. Wir haben gelernt, dass beim Snooker scheinbar auch wichtig ist, welcher, sagen wir mal, Stammeszugehörigkeit innerhalb Großbritanniens du zugerechnet wirst. Weil scheinbar auch die Snooker-Mannschaften von England andere Menschen umfassen. Das sind andere, ne? Naja, als die Waliser. Ist ja in Deutschland, sagen wir mal, nicht so. In der Regel. Was? Dass es andere Leute sind, die daherkommen. Ich glaube schon. Nein, dass da nicht einer von überall kommt. Sag mal, jetzt bettelst du zurück. Jetzt bettelst du um Schläge. Es gibt doch, also bei der Snooker-Weltmeisterschaft tritt ja für Deutschland immer nur ein Team an. Für Großbritannien, ja, aber das scheinbar... Team Herne Süd tritt an für Deutschland. Genau, aber für Großbritannien treten ja scheinbar wieder die Landesteile wieder einzeln an. Das wusste ich nicht. Wieder was Neues gelernt. Du und dein Japaner, ihr wusstet das wohl schon. Du Hu. So. Also wirklich. Ray Reardon gewann mit 37 zu 33. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht so viel. Wenn ich mir recht überlege, nicht mal, aber was Snooker ist. Die müssen ja alle Bälle versenken. Also ich glaube nicht, dass sie mittendrin einfach aufgehört haben. War das nicht dieser Hund, der immer auf seiner eigenen Hundehütte geschlafen hat? Du hast aber weit hergeholt. Oh, das stimmt. Naja. Gegen John Pullman. Und John Pullman finde ich aber nicht schlecht, ja, für einen Sport, wo man Sachen von sich abstoßen muss. Ja, und der war Engländer. Ich glaube ja, das ist ein... Das ist verarscht. Schiebung. Das ist tatsächlich ein Künstlername. Ich weiß gar nicht. Damals konnte man noch nicht so leicht Künstlernamen machen. Ne? Ron Pullman. So, und jetzt kommt mein Mic Drop. Power Move kommt jetzt. Und du bist wieder dran.
mit deinem nächsten zufälligen Artikel, mit dem du mir meinen um die Ohren haust. Na, ihr habt euch jetzt ja alle schon gefragt, bis du hast dich gefragt, was macht ich eigentlich... Ich frage mich, was ich hier soll. Morui Makoto eigentlich so beruflich? Nee, privat wäre mal ganz interessant. Was hat der so gemacht? Der hat komponiert, mit seinem Vater wie der Sohn. Deswegen kommt jetzt das dritte Haiku, um das mal so ein bisschen aufzulösen. Ich kannte mal einen Haiku. Der war Bademeister. Ist jetzt Außenminister. Nee, er auch. Der Brückenbauer lehrt zu Choralgesängen in Hiroshima. Oh, im Wiederaufbau sitzt der in einem Gebäude und bespaßt die Leute, die draußen die Stadt aufbauen. Ja, ist aber nicht so schön. Gregorianik. Geht es irgendwann gelehrt. Mal gegen meine Mutter? Fühlt sich einsam oder was? In Hiroshima, was weiß ich. Ja, also wie gesagt, in den Zeiten des Wiederaufbaus hat der dort Musik unterrichtet. Deine Mutter ganz strahlt spannend. Grün wie Hiroshima. Nee? Nee, na. Ja, was weiß denn ich? Ich will hier einen Slam machen und du? Was, hier, Hiroshima. Ein Slam, das ist doch so ein gefühlvoll persönliches Vortragen und nicht den anderen persönlich angreifen. Naja, ein Rap-Battle halt, ne? Ein Rap-Battle ist aber ein Rap-Battle. Ein Rap-Battle ist ein Rap-Battle, Dicker. Sagt man auch. Mein Gott, so redet doch kein Mensch mehr, oder? Ich weiß es nicht. Also ich würde dir jetzt gerne eine Rubrik um die Ohren hauen. Die macht es doch. Was denn? Ja, die den Wikipedianer des Monats. Dann machen wir das. Wikipedianer des Monats. Da wird es dann ja jetzt echt bettelig, ne? Ja. Findest du nicht? Ja, ja. Die Battletoads sind wir auf ihren geilen Bikes. Ja, ich weiß nicht, ich klickte auf dem Snooker-Weltmeisterschaft-Artikel 1970, klickte ich auf die Versionsgeschichte und bemerkte, da hat sich aber einer richtig verdient gemacht. Das ist aber nicht der David, der Loser. Das ist irgendjemand anderes. Der Cruiser. Aber vielleicht bist du es ja doch, weil in Wikipedia nimmt man ja einen Spitznamen an. Eventuell bist du es, David. Snookerado. Snookerado. Snookerado oder Snookerato. Je nachdem. Fragen, wie man das buchstabiert. So, also Snooker, ne? Mhm. Ist er Rado, ist er König, sagt er sich auch. Und dann Ado. Der Snooker-Ado. Könnte auch so eine Abkürzung für den Vornamen Adolf sein, ne? Der Snooker-Ado. Ja, kann ja sein. Ja. Dann ist er ältere Generation als du. Sieht aber jünger aus, Digga! Was macht er denn sonst, wenn er nicht gerade über Snooker-Weltmeisterschaften Artikel verfasst? Ja, also er macht eigentlich fast nur über Snooker-Weltmeisterschaften. Allerdings ist die Snooker-Weltmeisterschaft, ich verarsche mich auch noch selbst. Rot. Ich slam heute mich durch mein eigenes Leben auch noch. Er hat sich aber eigentlich spezialisiert, ja, auf Snooker, aber auf die 1980er und 1990er Jahre. Aber war es nicht gerade die Weltmeisterschaft in den 70ern? Ja, 1970, um genau zu sein. Aber das ist doch völlig vor seiner Zeit. Das ist vor seiner Zeit. Hat er doch gar keine Ahnung. Da hat er keine Ahnung. Eine ganz eigene Welt für sich waren die 80er und 90er, das weiß er auch. Er weiß, dass er damit nichts reißen kann. Aber er schreibt ganz selten auch über Wales, Snookerado. Oh. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn gekriegt. Den Missing Link haben wir jetzt. Das ist der Ray Reardon ist der Missing Link. So. So wie du der Missing Link zum Menschen bist. Und dein Japaner auch. Ja, jetzt gemein. Also, mein Wikipedianer des Monats ist passend zu dem, was hier eigentlich passiert, was ich immer noch nicht ganz verstehe, was hier eigentlich abgeht. Weil wir reden ja heute über zufällige Seiten. Über meine zufälligen Seiten. Die kommen nämlich jetzt gerade raus. Es sind gar nicht zufällige Seiten. Ich kann danach auch nie wieder aufhören. Das und weißt danach, du. Und danach strebt man ja insgesamt nach so einer Sicherheit. Ich strebe gerade auch nach Sicherheit, nach Halt, nach einem Fixpunkt. Und deswegen habe ich meinen Wikipedia des Monats gewählt und es ist Gear. Und Gear, den hatten wir doch schon mal. Gear. Den hatten wir schon mal. Den hatten wir nicht. Sicher? Ja. Hast du recherchiert? Oh ja. Gut. Und zwar in der Tradition der ganz großen Schriftsteller. Der ganz großen Läufer ist steht, er jetzt Gear. Steht auf seiner Benutzerseite, ich bin kein Gear. Boom. Boah. Mein Fuck. Boah. Der kann sich von allen Benutzernamen alles ausrufen. Wie gesagt, dein Snookerado. Ich schreibe über Snooker, ich nenne mich Snookerado. Der Geher geht da anders rein. Der sagt, was mache ich nicht? Kommst du nämlich auf ich bin kein Geher. Dann nenne ich mich doch wow. Geher. Der zieht das Pferd von hinten auf.
Ja. Und insgesamt aber auch ein ganz geckiger Typ. Hat drei klasse Witze auf seine Seite geschrieben. Literaturgag. Hat eventuell sogar im spanischen Bürgerkrieg gedient. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Seine drei Gags gehen aber nicht um Westeuropa, sondern um Sportler, die besser sind als Fernsehreporter sagen. Und du bist schlechter als Fernsehreporter sagen. Nämlich alpine Skiläufer, mit denen es bergab geht, Hochspringer, die nichts reißen und Ruderer, die zurückrudern. Ach, er ist ein Sportfanater. Ja, aber Gier ist auf gar keinen Fall. Ja. Ja, das waren die drei Hammer-Gags von Gier. Ja, aber die waren nicht gegen mich. Oder auch nicht also gegen meinen Artikel. Wenn ja, jetzt, doch ein bisschen. Wenn jetzt Gier wirklich Gags gegen dich persönlich geschrieben hätte. Naja, oder halt gegen meinen Artikel. Wikipedianer des Monats. Zufällige Artikel können sich richtig gut betteln. Das war überhaupt nicht die Prämisse hiervon. Ja, aber man muss ja irgendwie, ein Slam muss ja unter dem Motto stehen. Das sind in dem Fall zufällige Artikel. Glaube, lieber, ich wollte hier einen Liebesbrief schreiben. Ja, aber ein Liebesbrief mit einer Spitze gegen mich. Wieso denn? Weil wir hier slammen. Ist ja wohl, Slam heißt ja wohl, ist ja wohl eine Backpfeife. Das ist ja kein Akt der Aggression. Ist ja Gedichtsbackpfeife, heißt ja Poetry Slam übersetzt. Und dann muss man ihn sich ja wohl gegenseitig mit Backpfeifen überhäufen. Ja, oder nicht? Nein. Antäuschen. Wir hauen Leuten, ja niemanden. Dass den Leuten was vorgesetzt wird, dass sie aus dem Stuhl haut, von den Socken wirft, aus den Latschen kippen sollen sie. Sozusagen. Aha. Naja. Das ist ja nur metaphorisch gemeint. Ich mache hier überhaupt nichts metaphorisch. Ich mache hier nicht mal was im übertragenen Sinn. Das muss man unseren Fans erklären. Gegen die Fans geht's auch regelmäßig. Soll ich noch ein Haiku vortragen? Leg doch noch ein bisschen, Haiku nach. Um das Ganze ein bisschen die Wogen zu glätten. Ich wog hier gar nichts glatt. Viel ist verstörend. Ja. Hört doch mal rein beim Titel Shosanke Geburt. Das wäre jetzt mein Songwunsch. Heißt erste Geburt, aber zu dieser Musikempfehlung eine Vorwarnung. Geht endlich ein mal gegen mich. Kommentar zu dem Musikstück beschreibt es, dass der Anfang sich als Chor von Höllenhunden anhört. Jaulende Höllenhunde. Ach. Es ist nicht so schlimm wie der Mutantenbär aus Annihilation, aber es ist schon übel. Da kann man mal reinhören. Von Moka. Wie heißt er? Moroi Makoto. Moroi Makoto. Aha, das hören wir jetzt. La 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 la. Und da fällt mein Name. Abgefahrene. Oder ja, der wird gejault im Hintergrund. Oder Snooker Weltmeisterschaft 1970 wird da aufgegriffen. Und ja, da werden alle Ergebnisse mitgeteilt im Hintergrund. Aha. Der hat auch so Musikstücke gemacht, wo der so Nummern in Töne übertragen hat. Und vielleicht ist da auch so eine geheime Nummer, der Endstand ist dabei. 37 zu 30, oder wie ist es ausgegangen? 33, ja. Und es war ein enges Ding, ein enges Höschen, sagt man. Ne? Knappe Kiste. Knappe Kiste, immer spitz auf Knopf. Ja, ja jetzt ist sozusagen unser Pulver weitgehend verschossen. Der Drops gelutscht, aber ich habe noch einige zufällige Artikel, die ich leider nicht gegen dich verwenden konnte, die aber auch aufgetropft sind. Schau nicht immer so enttäuscht. Ich hatte bis jetzt aber auch noch nicht wirklich das Gefühl, dass die Snooker-Weltmeisterschaft von 1970 sondern nicht gegen mich verwendet wurde. Also die hat mich jetzt in meinem Leben davor und auch jetzt wahrscheinlich nachher kaum tangiert. Ich glaube, wir haben einen Verlust. Ich habe einen Lachkrampf. Es tut mir leid, liebe Fans, ich muss wieder ernsthaft zurückkommen, weil er hat mich beleidigt. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Ich muss ihn komm, slammen. Komm zurück, du Stück. Also, ich stieß auf die ostpreußische Südbahn und dachte mir, warum steht nichts über das Ende der Südbahn, der ostpreußischen drin?
1863. Weil die ja gar nichts kann. Die Südbahn. Von Anfang an. Nur ein Schmarrn, die Südbahn. 1883 gegründet. Und das Ende ist unklar. Ich habe immer das Gefühl, das schreien zu müssen. Also so lauter werden zu müssen. Naja, es muss ja gegen dich gehen. Achso, da muss man. Steht man meistens weit weg. Du stinkst ja so, weißt du? Eine weite Auslage, und eine Rechtsauslage. Dein Japaner stinkt auch. Wer ist nie mit der ostpreußischen Südbahn gefahren? Boroi Makoto. Genau. Ja, ist okay. Doch so. 1863 gegründet. Was habe ich noch? Ich habe noch mehr. Ja, und die Südbahn, wo verläuft die denn? Die, also in Königsberg, Königsberg gegründet und dann... Klassisch Süd. Ja, klassisch. Und dann irgendwie schön entlang schön der nach Ostsee. Süden. Die, nach Süden einfach, die Ostsee Lehrung. Lang. Ja, naja, so nahezu. Halt nach Südwesten. So. Kann die ja schon verlaufen. Na klar. Ne? Memel. Ich sag jetzt einfach mal so ein paar Orte in Ostpreußen einfach. Nein, ich weiß nicht, was sie verbindet, verbunden hat. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ist kein Moroi Makoto, der die Welten verbunden du hat. Du bist so alt, du könntest es noch erlebt haben. Aber ich weiß auch nicht, wann die ostpreußische Südbahn, wann die existiert haben könnte. Also das ist immer der Anfang von so einem. Und so, das ist mir die erste Liedzeile. Naja, und nachher fügt dann der Schnitt alles zusammen. Hä? Ja, zum sinnvollen Endergebnis. Hä? Ja. Dann hätte ich noch im Angebot für dich deinen zweiten Vornamen. Tritt. Dann hätte ich deinen zweiten Vornamen im Angebot. Chuchilla Mangrullo. Das ist Sind das nicht zwei Namen? Ja, ein Doppelname halt. Ah, mit Bindestrich? Nee. Das ist ein Fachbegriff. Schick dich auf den Bindestrich. Das ist eine nicht schlecht. Hättest du vorhin mal bringen sollen, als doch gerappt wurde. Als es darin auch drum ging. Also ja. Aber da ging es ja auch nicht um Chuchilla, wie hieß er? Chuchilla Mangrullo. Das ist eine Hügelkette in Uruguay. Und dann denkt man, hä? Diese Hügelkette auf der Karte, wo in Wikipedia zu sehen ist, die endet ja im Meer. Also das endet im Meer. Und dann denkt man, das muss ja der Atlantik sein, ne? Das ist ja naheliegend. Weil der Atlantik ja in Uruguay stößt. Ja, ne? Und dann denkt man eigentlich, das muss der Atlantik sein. Ist aber nicht. Das ist ein Zipfel, so wie deiner. Der ragt in den Atlantik rein, ist aber noch ein Fluss. Und zwar ist es der Rio de la Plata. Und der stößt im Süden an den Chuchilla Mangrullo. Also kein Meer. Naja, meiner Meinung nach müsste es, aber ich habe es noch nicht probiert, Salzwasser da geben. Und dann ist es ja wohl ein Meer. Man müsste es mal probieren. Hat noch keiner sich getraut. Ja, und das sind dann so richtige Klippen, die da so runtergehen? Nö. Wie so Kreidefelsen. Die liegen im Areal Departamento San José in Uruguay. Mehr habe ich auch nicht rausgefunden. Man muss auch sagen, bevor wir uns jetzt hier mal battlen und rappen und slammen, sollten wir vielleicht mal versöhnlich am Schluss noch so einen Aufruf machen, dass ihr alle dazu beitragen könnt, dass unsere Rap-Battle in Zukunft, wenn wir über zufällige Artikel vorher abgesprochen sind, dass wir uns ein bisschen vorbereiten können. Dass wir uns slammen, dann könnt ihr auf jeden Fall alle zufälligen Artikel verbessern, weil Wikipedia ist ein Mitmach-Lexikon und ihr könnt dafür sorgen, dass überall mal der Name David reinkommt, damit... billiger Aufruf zum Schluss. Damit ich meine Slams viel besser gegen ihn verwenden kann. Seid dabei für Teil 2. Und jetzt habe ich gerappt. Sehr gut gemacht. Ich dachte zum Schluss auch noch versöhnlich, um meinen Haiku-Zyklus abzuschließen, für Moroi Makoto, den letzten Haiku. Bist du bereit? Seid ihr bereit? Alle sind da, ich will eure Hände sehen. Dein ganzes Oeuvre ist leider nicht zugänglich. Trotzdem vielen Dank. Tschüss. Wiederhören. Mic drop. Trennt euch bitte.